Carsten heute live on stage. Carsten Feller. So, willkommen zurück, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Carsten Hälfte. Wer Lust hat, zu mir auf die Bühne zu kommen, der darf jetzt nach oben. Seid freundlich, liebe, kommst du mir nach vorne. Wenn ich euch gleich bitte, konzentriert ihr euch ab diesem Moment nur noch auf mich und auf meine Worte. Schwer und du wirst nicht in der Lage sein, aufzustehen. Wenn ich dich gleich bitte, die Augen zu öffnen, spürst du, wie der Körper angezogen wird von der Bühne. Je mehr du versuchst aufzustehen, desto weniger wird es Dickeling machen. Bereit, mach auf jetzt. Kannst du mal gerade aufstehen? Wir haben einen Platz frei. Setz dich mal hin. Komm. Du hast dich doch eben hier hingelegt, dass du wieder aufstehen können. Kann auch sein. So, und jetzt ist der Moment gekommen, wir alle kennen das Märchen Dornröschen. Wir brauchen einen Märchenprinz. Ja, hier vorne. Ja, komm mal zu mal. Ja. Kennt ihr euch? Noch nicht, ja, wenn ihr das kennen. So, und bei Dornröschen gibt es ja diese Szene, wo der Prinz Dornröschen, ihr müsst jetzt ihre Augen sehen, ja, wo der Prinz Dornröschen wach küsst. Ja, ist doch schön, oder? Let's go! Das meint ihr doch nicht ernst? Doch! Nein, wir machen das mit dem Handkuss, ja? Wenn immer du ihr den Handkuss gibst, rechte oder linke Hand, und die gleiche Moment mit der ganzen Körper frei, sie kann aufstellen. Probier mal. Komplett frei. Geht? Cool! Nimm Platz, wir haben ja vorhin Platz, nee, das ist nur eins für dich. Das ist doch super. Wir nehmen jetzt den Platz. Wir sind am Strand von Mallorca. Und du weißt, am Strand von Mallorca muss man sich eincremen, denn die Sonne brennt. Die Sonne brennt. Nimm dir jetzt deine Sonnenmilch und creme dich ein. Nimm deine Sonnenmilch und creme dich ein. Wir sind am Strand von Mallorca. Creme dich ein, creme dich ein. Die Arme, die Beine, du cremst dich ein. Dir geht's richtig gut. Vergiss keine Stelle deines Körpers. Vergiss keine Stelle deines Körpers. Du cremst dich ein, dir geht's richtig gut. Richtig schön. Die Arme, die Beine, du cremst dich ein. Es kommt ein Schwarm aus Kitos. Schlag sie weg, 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 weg. Weg. Minus 20 Grad, minus 25 Grad, eiskalt. Kuschel dich bei deinem Nachbarn an, kuschel dich bei deinem Nachbarn. Der schenkt dir Wärme, der schenkt dir Wärme. Immer kälter und kälter und kälter. Eiskalt ist es, eiskalt am Strand von Mallorca. Und bei der Zahl 3 bist du wieder hier, angenehme 20 Grad. 1, 2, 3, auf jetzt. Ups. Wenn gleich die Musik ertönt, dann geht es hier richtig ab, denn du spielst dein Instrument. Mach dich bereit, spiel dein Instrument jetzt! Name fällt dir nicht mehr ein. Du hast keine Ahnung, wie du heißt. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist nur für diesen Moment. Kim, hallo Kim. Du bist die? Chris. Chris, hallo. Und du bist? Daniela. Daniela. Und du bist? Komm zu mir nach vorne. Komm zu mir. Sag mir mal kurz deinen Namen, bitte. Je mehr der Name jetzt zu kommen glaubt, desto weiter driftet er weg jetzt.
weiß es nicht. Du weißt es nicht? Man kann doch mal seinen Namen vergessen, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber hast du einen Papa? Ja. Wie heißt der? Jan. Und deine Mama heißt? Yvonne. Und dein Name ist? Jetzt sag mal deinen Namen. Wie heißt du? Ich weiß es. Christian, jetzt sag mal deinen Namen, Christian. Ich weiß es nicht. Ach komm, Christian, jetzt sag mal deinen Namen. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, okay. Nimm mal Platz. Dankeschön. Gib mir kurz eine Hand. Einmal tief einatmen und schlafen. Wann immer ich nach deinem Namen frage, ist dein Name ab sofort Andrea. Also mach dich bereit. 1, 2, 3, mach auf jetzt. So, was ist dein Name? Andrea. Ja. Ist das schlimm, dass ich Andrea heiße? Ja. Heißt du nicht Christian? Hey, nein, ich hab schon immer Andrea gehabt. Was lacht ihr? Wann immer du diese Musik hörst, bist du der Ansicht, du bist der Popstar Sia. Vielleicht kennst du ja hier den folgenden Titel. Hör mal genau hin, vielleicht kennst du den, ja? Up with it, girl, rock with it, girl. Immer dann, wenn du diese Musik hörst, bist du der Ansicht, du bist Michael Flatley, Lord of the Dance. Du bist, immer wenn du diese Musik hörst, der größte Stepptänzer aller Zeiten. Öffnest du die Augen, bist komplett hellwach und bekommst einen riesen Applaus der Zuschauer. Fünffach auf! Alles! Wie heißt du? Christian. Nicht etwa Andrea? Nein. Sicher nicht? Ja. Katrin, du hast ja eben getanzt, als wärst du Sia. Oh. Kannst du erinnern? Genau. Du bist nach vorne gelaufen, ja? Dreimal. Ah, okay. Ja. Spannend, ne? So, wir müssen noch ganz kurz von meinen Zuschauern verabschieden. Gib mir nur eine Sekunde. Meine Damen und Herren, es war mir ein Fest. Ich habe es genossen, hier in Wesseling aufzutreten. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Sehen oder ihr guckt einfach mal auf Facebook, ja? Facebook gibt den Carsten Fenner. Okay, ja, was kommt dieser?